Hallo, liebe Leute, der Euro und ich sind wieder da. Ich habe euch ja letzte Woche eingeladen zu den Haushaltsberatungen. Ich wollte euch nur mal zeigen, das sind die Antworten der Landesregierung zu den Haushaltsfragen, von denen ich letzte Woche geredet habe. Die haben wir bekommen und durchgearbeitet. Die brauche ich jetzt aber nicht mehr. Danke. 3 Tage lang haben wir im Finanzausschuss gemeinsam mit den Fachausschüssen ganz viele Fragen an die Ministerien gestellt. An Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen, Staatssekretäre und die Zuständigen für den Haushalt. Wir wollten wissen, warum Gelder nicht abgeflossen, also nicht ausgegeben wurden. Wir wollten wissen, warum manche Projekte nicht realisiert wurden, warum andere nicht auftauchen, warum das Ministerium Schwerpunkte setzt, von denen wir nichts wissen, warum es 2 Förderprogramme für Fraßschäden von Wildgänsen gibt. Und vieles, vieles andere mehr. Bis ins kleinste Detail. Manchmal ging es um den Euro, manchmal um die Millionen. Das haben wir alles gemacht. Und am Ende dieser 3 Tage sind die Finanzerinnen und Finanzer ein bisschen erschöpft, weil die sitzen da wirklich 3 Tage von morgens um 10 bis abends um 7. Und dann tragen wir in der Fraktion alles zusammen, gucken uns das an und sagen, dieses Vorhaben unterstützen wir. Bei dem Vorhaben sehen wir Änderungsbedarf. Dann werden wir selbst als SPD-Fraktion eigene Haushaltsanträge erarbeiten und stellen, um zu zeigen, es ginge auch anders mit dem Euro in diesem Land.